Und damit herzlich willkommen zu Grounded. Ja, Grounded kam heute am 28. Juli 2020 raus. Entwickelt wurde das Ganze, oder wird das Ganze hier ist nämlich ein Early Access Spiel. Entwickelt wird das Ganze von Obsidian Entertainment und der Herausgeber hier ist das, oder sind die Xbox Game Studios. Und das Ganze gibt's hier einmal für den PC und für die Xbox One. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt hier mit dem Singleplayer und genau, ein neues Spiel. Und hier wählen wir unseren Charakter und ich würde sagen, wir nehmen einfach Pete. Pick me. My name's Peter. My friends call me Pete. Genau, und wie ihr schon sehen könnt, ich werde das Ganze hier erstmal mal schauen, ob ich das später noch switche, aber ich werde das jetzt erstmal mit dem Xbox One Controller spielen. Ready for adventure. Und wir starten. Ready for adventure. Das Ganze ist noch nicht auf Deutsch verfügbar, steht aber schon in den Einstellungen, dass als nächstes Update eine Übersetzung kommen soll. Oder in den nächsten Updates. Genau, und das hier kennen wir ja schon. Hier haben wir auch in unserem Angezockt angefangen. Das hier ist aber neu. Oh ja. Das ist neu. Hallo? Alright, Pete. Remember your scout training. Step 1. Get your bearings. Okay, das ist cool. Wir können ohne Probleme rüber switchen. Das heißt, zwischenzeitlich kann man sich mal umüberlegen. Ohne, dass man hier irgendwas umstellen muss, dass man eben auf Tastatur geht. Genau, das Gebiet hier kennen wir schon. Mit linkem Stick können wir laufen. Und weil wir das eben schon kennen, sammle ich schon mal die Sachen, wo wir wissen, dass wir die gebrauchen können. Wow, look at the size of that Chunky Chubbs League-approved baseball. It's the size of a dang house. Kleine wieder. Ja, hallo. Ich tue dir nichts. So, wir nehmen erstmal alles mit. War das mitnehmen, war das, ne? Genau. Das ist gut. Moment, LB. Achso, mit LB können wir hier auf ein Rad zugreifen und dann. Ah, sehr schön. Wir wollen uns doch nicht beschweren. Hauptsache was zu essen. So. Ja, dann laufen wir mal zu unserem Lager. Kann ich hier eigentlich... Oh, nee, das war nicht der Plan. Da müssen wir erstmal wieder reinkommen, ein bisschen in die Steuerung. Ich würde mal gern... Moment. Achso, okay. So. Okay. Gut, genau, die Feldstation. Mit dem Computer sollen wir interagieren. Ja, da war doch gerade was. Wo ist denn das? Ah, hier. Ach so, das war hier das. Okay. Genau, wir analysieren einfach mal. So, die Pflanzenlampe, genau. Das wollen wir auf jeden Fall auch frühzeitig wieder bauen. Plant Fiber ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Da haben wir dann... Ja, okay. Ein bisschen Fiber. Stein können wir jetzt noch machen. Jetzt müssen wir 8 Minuten warten, bis wir wieder analysieren können. Aber wir können eine Axt herstellen. Genau das wollte ich. Find more evidence. Yo, ich muss nochmal gerade wieder reinkommen. Wie war das denn hier? Ach, okay. Ja. Ja, wobei, wir können ja mal gerade ein Safe Game anlegen. Genau. Finde ich gut. Das heißt, man kann wohl auch mehrere Spielstände machen, weil ich habe mir auch überlegt, das Ganze dann mal zu streamen oder öfter zu streamen. Weil damit kann man sich bestimmt einen ganz schönen Abend mal oder ein paar schöne Abende mal dahinsetzen. Und das Ganze auch mal... Oh. Genappt. Du warst, glaube ich, doch nicht so böse, aber du bist eine... Du nervst ja jetzt schon. Wie im echten Leben. Komm her. Wo bist du? Komm her. Ja, deswegen nutze ich auch keine Fliegenklatschen. Ich fange die lieber ein und schmeiße sie aus dem Fenster. So. Wo war ich dran? Achso, genau. Ich wollte hier ein paar Sachen herausfinden. Wir haben hier einmal das Craft-Inventar. Da können wir schon mal ein bisschen Fiber machen. So. Genau. Achso, mit RT. Ich verstehe. Wir brauchen dann nochmal... Von denen hier ein paar.
Ich weiß gar nicht, war die Demo, war die auf Deutsch? Ich habe das so gerade irgendwie das Gefühl. Oh, das ist ein Marienkäfer und da sind wieder die Ameisen. Oh, wir sind am Nagen. Hi. Da, ach Mann, ich wollte mich gerade bedienen. Ach Mann. Lass mir doch, oh, lass mir doch was übrig. Drei Stück hier, die laufen ja schon halb amok. Ach, das war der Rüsselkäfer. Ich glaube, der hatte ein Problem mit den Ameisen. Auf jeden Fall ist hier schon mal ordentliche Action, finde ich. Gut, also. Was? Erlittes Löw. Ah, ja gut, das machen wir gleich. Ich brauche ja erstmal. Oder will ich erstmal eine Axt bauen? Genau, jetzt haben wir eine Axt. Dann, wofür wir das noch brauchen, weiß ich noch nicht. Ein Speer wäre vielleicht ganz gut. Das kann auch nicht schaden. Und eine Fackel. Eine Fackel können wir auch noch machen. Das haben wir ja in der Demo leider nicht mehr geschafft. Aber das können wir hier mitunter als erstes machen. Dafür brauchen wir nochmal Sprig 2 Woven Fiber. Oh, da brauchen wir eine ganze Menge für. Na gut, wir schauen erstmal, ob wir was zu essen finden. Ich überlege nur gerade, wenn ich hier auf... Okay. Wahrscheinlich. Ah, okay, wenn ich das nochmal ausrüste, dann habe ich keine Sachen in der Hand. Ich verstehe. Genau, dann kann ich nämlich auch boxen. Und das mit dem Wasser haben wir auch frühzeitig gelernt. Da müssen wir irgendwo... Was? It's probably the size of a bathroom scale? Ja, auf jeden Fall. Also Wasser. Hier haben wir schon mal ein bisschen Feuchtigkeit. Aber wo ist denn Wasser? Ich meine, das war gar nicht so schwer zu finden. Ach, da ist es doch. Jetzt ist die Frage, wie war das denn? Okay. Da haben wir die Lösung. Gut. Hätten wir das auch abgeschlossen? Ich bin mal gespannt, was uns hier alles erwarten wird. Was? Achso, die mysteriöse Maschine. Das war, glaube ich, das auch, was er gerade meinte. Das hat mich natürlich jetzt gerade ein bisschen außen vor gelassen. Weil das haben wir ja schon mal gesehen. Und wir untersuchen das Ganze hier mal. Was haben wir denn hier nochmal gemacht? Wir haben die aktiviert. Da bin ich mir sicher. Und ich meine, das war oben rum. Das ist schon cool, ne? Wie die alle hier wirklich in einer Reihe laufen. Target. Drücke ich einfach mal. Ach, das waren die Laser. Genau. Der war kaputt. Unblock. Was blockiert den denn? Ach so. Hier. Unblocken. Ich wollte schon sagen, der ist noch nicht geblockt. Aber der hier. Dann wollen wir hier einen Gartenbrand verhindern und hauen das... Da ist er wieder. Dann hauen wir das hier mal weg. Ich finde das ja immer schön, wenn Spiele sowas machen, ne? Das, also, ich meine, hier kann man jetzt nicht vergleichen mit The Forest Baumfällen in dem Sinne, aber das halt eben da, wo man hackt, das eben verschwindet. Das finde ich immer schön. Wenn man so detailreich da rangeht. Wir bringen das hier jetzt erstmal weg. Ach nein, die Viecher, ne? Was waren das? Das waren, ich habe nach unserem angezockt, der Demo, habe ich tatsächlich nochmal geguckt, wie die nochmal hießen. Jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen. Das waren, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind die, wenn man so groß ist wie die, nicht so toll. So. Wir haben uns ja mal ein bisschen angegriffen, meine ich. Das ist gut. Wir haben jetzt schon mal zwei Laser hier. View Details. Quests, das ist gut. Complete, incomplete. Ah, was immer die Laser kaputt macht. Ja gut, bevor wir dahin gehen, würde ich mal gerade schauen, wie es denn hier aussieht. Was brauchen wir denn noch? Das nehme ich mal gerade mit. Was brauchen wir denn noch, um hier... Ach Quatsch, da hatte ich doch gar nichts. Ich konnte es doch hier machen, genau. Ja, nicht Resources, Tools.
Und die Torch, da machen wir noch davon was. Woven Fiber. Woven Fiber haben wir hier doch gehabt, genau. Plant Fiber. Plant Fiber. Einmal hier, einmal hier und da vorne. Muss man gerade gucken. Ja gut, mit der Maus. Ich muss mir das überlegen, wie ich das zocke. Mit dem Controller ist es aber auf jeden Fall mal gerade ganz angenehm. So, ups. So. Jetzt fehlt uns noch Dry Grass und Sprig. Sprig war, glaube ich, hier drüben. Da hatten wir doch noch was, oder? Oder haben wir ja alles mitgenommen? Hier haben wir schon mal eins. Ich finde es auch schön, dass es dann nochmal schön drunter steht, was man denn hier gerade sammelt. Damit hätten wir zwei. Und jetzt fehlt uns nur noch das trockene Gras. Das war aber auch hier irgendwo nochmal, ne? Genau hier vorne. Können wir das wie einen Baum fällen? Ja. Oh. Da ist wieder der Rüsselkäfer. So. Tools. Ach, das fällt mir gerade auch auf. Das finde ich auch cool, dass da so ein grüner Haken ist. Dass man weiß, man kann das direkt bauen. Canteen. Oh, das finde ich auch sehr wichtig. Wir brauchen Grub oder Grubheit. Grub waren das die Rüsselkäfer. Wo bist du? Da vorne bist du. Ah. Ich greife dich mal an. Nee, das war keiner. Das war keiner. Oh, cool. Brennt die... Okay, die brennt aus. Dann werde ich die nicht so lange ausrüsten. Wir haben jetzt einen Speer. Da haben wir schon mal ein bisschen was zum Verteidigen. Und dann würde ich sagen, versuchen wir herauszufinden, was da hinten mit dem Laser los ist. Beziehungsweise das Problem, was da hinten auftritt, dann mal zu bekämpfen. So, machen wir mal so ein bisschen ein Gameplay-Preview hier. So eine typische Kameraführung. Gehen wir mal hier hoch. Oh, da haben wir es schon. Die unfreundlichen Viecher. Ach nee, die waren gar nicht die, die uns angegriffen haben. Ich habe aus Versehen die Ameisen angegriffen. Oder? Nee, das waren doch die. Wieso Spinnen? Achso, Vorwarnung, ne? Wenn ihr keine Spinnen mögt. Ich habe das jetzt nicht ausgestellt, dass die Spinnen anders sind. Ich habe es so gelassen, wie es ist. Kann ich einen Schwertangriff machen? Auf jeden Fall war das mal ein Schleichangriff. Okay. Oh, 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 oh. Die nehme ich alle mit. Überall krabbelt's hier. Oh, wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen geübter. Und der Speer, der macht sich gut. Oh, nee. Die greifen sich gegenseitig an. Oder beziehungsweise der wird angegriffen. Ich dachte schon, der wäre hinter mir hierher. Da brauchen wir den Hammer. Das heißt, hier müssen wir nochmal zurückkommen. Ach, das hier. Ja gut. Kommt halt vor. Aber ist schon mal friedlicher. Ich glaube aber, wir müssen da wirklich rein. Vorher wird der Laser hier nicht aktiviert sein. Und dann bin ich auch mal gespannt, was das Gerät überhaupt macht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ganz vorsichtig. So. Wir wollen ja hier nicht runterfallen. Okay, ich bin oben. Ich sollte die mal gerade wegnehmen. So. Oh. VGA. Mann, ist der Anschluss groß. Da reichen 144p in der Größe. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal gerade hier,
was wir denn für den Hammer brauchen. War doch der, oder? Pebble, das sind doch kleine Steinchen, oder? Lass uns mal gerade schauen. Habe ich eigentlich sowas wie ein Gewicht gehabt? Nee, das sind tatsächlich einfach nur... Das ist schön. Das macht das Ganze sehr entspannt. Ich merke jetzt schon, dass ich völlig vertieft hier bin in das Spiel, ne? So. Machen wir nochmal... Genau, Pebble. Kleine Steinchen. Boah, ich hoffe, ich renne nicht in das Gebiet der Spinnen, was wir da entdeckt hatten. Die können mir gestohlen bleiben. Oder ist der Kleine wieder? Ich will den als Haustier haben. Das ist bestimmt so ein kleiner Blattlaus oder sowas. Was haben wir denn da? Ich will natürlich vorsichtig sein. Das sieht aber nicht aus wie irgendwie so ein Nest. Nee. Ah, da brauchen wir den Hammer für. Jetzt haben wir die Steine aber schon mal voll. Das heißt, wir können schauen, was brauchen wir als nächstes. Den Speer können wir nochmal bauen. Oh, fehlt nur noch Fiber. Können wir auch schon machen. Dann können wir jetzt auch den Hammer machen. Hammer, wir haben den Hammer. Gut. Wählen wir mal aus. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier geht. Ja. Oh, Grundfühlinger. Geht weg. Da vorne ist der Laser, da müssen wir hin. Der sieht aber schon besser aus. Wir brauchen gar nicht ganz runter. Aber ist egal. Wir wollen das... Das fliegt nicht hier rum. Du hast das... Das... Ach Mann, jetzt hat man... Ich würde ja gern so einfangen. Aber die sind so schnell. Ich binde mir davon zwei an die Füße und dann... My mom always says I light up a room. Dann geht's ab. Ja. Und nochmal. Und weiter. Ich muss auch langsam was essen. Oh, Quarz. Nee, Quarzit. Was ist Quarzit? Auf Deutsch. Nicht Quarz. Quarz sieht ein bisschen anders aus, würde ich sagen, oder? Normalerweise also. So wie ich Quarz kenne. Es sei denn, das ist irgendwie so ein dunkler Quarzgestein. Das kann natürlich auch sein. Aber das müssen wir auf jeden Fall mal analysieren. Oh nein! Achso. Okay, ich dachte, das wäre schon... Respawned. Die würde ich gern mitnehmen. Okidoki. Ach, ist das schön. Ich werde mir auch frühzeitig dann irgendwie versuchen, ein Lager zu bauen. Im Idealfall natürlich, ihr kennt mich, Truhen. Das wird sehr wichtig werden. Sofern es da was gibt. Oh, haben wir immer noch was. Ich muss mal zwischen den Folgen gucken. Quarzit, was das ist. Oder wir machen das kurz zum Schluss. Dann könnt ihr das in der Folge hier auch noch selber erfahren. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Aber die Fackel machen wir jetzt mal wieder aus. Wir sind wieder raus. Und wir holen den Speer. Irgendwas greift mich wieder an. Ich hoffe, die Pilze wachsen schnell nach. So. Better than starving, I think. Ja, es ist wenig, aber wie er schon sagt, besser als verhungern. So, jetzt brauchen wir aber nochmal Wasser. Dann würde ich sagen, packen wir auch mal den Speer gerade weg. Und da haben wir hier vorne direkt was. Flupp. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee.
Ich würde nur noch mal gerade ein bisschen was mampfen. Hallo, oh. Achtung, ich mache den Weg frei. Ich weiß nicht mehr, wie ich das fallen lassen habe. Ja, so. Ich lasse einfach mal gerade so fallen. Wir schauen mal gerade ins Crafting-Inventar schnell, dass wir hier was bauen, um Sachen zu machen. Cloverleaf, die holen wir uns noch schnell. Es wird auch sowieso bald dunkel, die will ich noch schnell holen in dieser Folge. Quarzit, nicht vergessen, Quarzit gucken. Eins, zwei, drei. Und jetzt können wir bauen. Jetzt wieder diese Mücke. Gut, Lean 2. Bauen wir... Ey, was soll das? Mann, immer diese fiesen Tiere. Schön. Ich sollte auch bald schlafen gehen, aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Wie aber schon gesagt, ich gehe mal gerade hier rein. Wie aber schon gesagt, schauen wir uns mal gerade an, Quarzit, was das denn war, dass wir da Bescheid wissen. So, genau, auf Englisch, Quarzit, Quarzfels, okay. Ich schau mal gerade. Ach so, okay. Das ist einfach ein Gestein mit Quarz gehaltenen ab 98% Affinität. Ah, okay. Wahrscheinlich so quarzhaltiger Gestein, würde ich jetzt mal sagen. Ist mir Bescheid. Lag ich ja nicht ganz so verkehrt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns sehr wahrscheinlich morgen wieder. Zu einer neuen Folge. Grounded. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.